Hallihallo, Hallöchen zusammen, Winke Winke Rupi hier, schön, dass ihr wieder reinschaut. Wir machen heute weiter mit den DreamWorks Dragons von The Loyal Subjects. Und zwar machen wir einfach mit dem nächsten Modell von Gronkel weiter. Nicht Fleischklops, sondern Gronkel. Es gibt ja mehrere verschiedenfarbene Gronkel, das weiß ja jeder. Fleischklöpschen, der Gronkel von Fischbein. Dann gibt es Fleischklops natürlich auch noch in der Rennbemalung. Es gibt einen grünen Gronkel, nämlich Schattenmeister, der Drache von Dagur. Und wir haben da noch einen violetten Gronkel, das ist der Drache von Goti. Ja, und die vier seht ihr hier, die habe ich tatsächlich ergattert, habe ich bekommen, freue ich mich mega mäßig drüber. Und auch euch möchte ich ans Herz legen, wenn euch die Figuren gefallen, wartet nicht mehr allzu lange, wenn ihr sie irgendwo seht, online oder im Laden. Im Laden ist sehr, sehr unwahrscheinlich, aber wahrscheinlich eher online. Dann fackelt nicht lange, holt euch die Figuren, sind super, sind klasse gemacht und sie werden wahrscheinlich sehr schnell wieder aus den Läden oder aus den Online-Shops verschwinden. Denn allzu groß, habe ich mir sagen lassen, ist die Auflage nicht wirklich und sie wurden nie für den deutschen Markt produziert, sondern nur für die USA. Natürlich muss man hierzulande ein bisschen aufpassen, dass man nicht zu viel bezahlt. Sie werden überwiegend viel zu teuer angeboten, zumindest hierzulande. Und wenn ihr es in den USA bestellt, müsst ihr halt aufpassen auf die Versandkosten plus eventuelle Zollkosten. Ja, das müsst ihr immer ein bisschen einberechnen, ein bisschen erkundigen, Preise vergleichen. Augen auf beim Drachenkauf, dann geht da auch nichts schief. Also vier Modelle von Gronkel gibt es bis jetzt. Stand Ende März 2018, ob sich da noch was ändert, ob noch was dazukommt, ich kann es euch beim besten Willen nicht sagen. So, den normalen braunen Gronkel, also sprich Fleischklöpschen von Fischbein, habe ich euch bereits vorgestellt, haben wir uns angeschaut. Wir machen weiter mit dem grünen Gronkel, so wird er hier auch bezeichnet. Gronkel Green hat hier erstaunlicherweise aber nicht den Namen Schattenmeister bekommen, denn so heißt der Gronkel von Dagur. Na dann wünsche ich euch und mir viel Spaß beim Auspacken, denn ich habe diese Skulptur hier auch noch nicht ausgepackt. Ihr seid also so gesehen live mit dabei. Na dann, ich bin gespannt. Yay! So, also hier nochmal alle vier Modelle ein bisschen mehr aus der Nähe gefilmt. Dieses Modell hier habe ich schon ausgepackt. Hier Action Vinyls Meat Luck, den haben wir uns angeschaut. Sucht einfach nach dem Video auf meinem Kanal, dann könnt ihr euch das in voller Länge anschauen. So sieht das hier aus. Dann hier drunter haben wir Fleischklops in der Rennbemalung. Weltklasse gemacht. Die Rennbemalung ist der absolute Oberknaller. Dann haben wir hier noch Gronkel in Purple, also Violett. Den schauen wir uns noch an. Und heute kommen wir zu diesem grünen Schattenmeister, der Drache von Dagur. Ja, und selbstverständlich werden wir die beiden auch noch vergleichen. Ich werde ihn nochmal auspacken und neben den grünen herstellen, dann können wir die Unterschiede genau sehen. Meiner Meinung nach sind beide Modelle exakt genau gleich, nur halt eben die Bemalung ist alternativ. Gut, dann tue ich den auf die Seite. Zur Verpackung brauche ich hier, denke ich mal, nicht mehr allzu viel sagen. Ihr wisst, seitlich sind noch ein paar alternative Modelle zu finden. Der grüne Gronkel ohne Zähnchen, der violette Gronkel und ohne Zahn gibt es natürlich auch noch in Gold. Ich denke mal, für 5 Goldmünzen könnt ihr den bekommen, ob bei The Loyal Subjects oder in den Läden. Ich habe keine Ahnung, habe mich da noch nicht großartig drum gekümmert. Das hier sind die Münzen, die ihr random in den Verpackungen finden könnt. Ne, ihr seht hier Silber, Gold und ja, Bronze oder Kupfer, keine Ahnung. Dann hier noch ein paar weitere Modelle und hier seht ihr vor allem auch die Vielfalt der verschiedenen Modelle. Hier haben wir alleine 3 Sturmpfeilfiguren drauf. Die normale Ausgabe links, dann oben rechts mit Schnee. Ja, und hier unten natürlich in der Rennbemalung, ist ja klar. Und hier haben wir noch den normalen Fleischklops. Sorry, die normale Fleischklops ist ja ein Weibchen. Ja, und das packe ich hier jetzt mal ganz schnell aus. Ist hier noch zugeklebt, brauche ich Kati. So, alles klar. Ganz einfache Verpackung. Einfach nur hier den Blister herausnehmen und schon seid ihr dran. Eine Goldmünze, wie es aussieht, ist hier nicht dabei, aber das Kärtchen. So, dieses Kärtchen ist auch bei allen Figuren dabei. Das ist eine kleine Checkliste, wo aber nicht alle Figuren drauf abgebildet sind, die es gibt. Dann vorne hier natürlich die Figur, um die es geht. Tja, das ist das Kärtchen, wo dabei ist. Wenn eine Münze dabei wäre, würde man die hier unten finden. In diesem Fall ist nichts dabei. Wir haben hier nur unsere Figur und die sieht also wirklich Weltklasse aus. Boah,
Boah, Leute, ich bin immer wieder begeistert, wenn ich die Figuren hier vor mir habe. Die sind so unfassbar burnermäßig von der Machart her, von der Bearbeitung her, der absolute Oberkracher. Wirklich Hammer. Guckt euch diesen Blick an. Ich schmeiß mich weg. Toll. Ja, ich genau wie bei den Braunen, ganz klar. Aber ich bin total begeistert. So, die Öhrchen, die kann man natürlich ein bisschen drehen. Kann man auch abnehmen, wenn man das möchte. Einfach dran ziehen. Dann habt ihr es in der Hand. Aber ihr könnt sie so hinbiegen, wie euch das am besten gefällt. Genau das gleiche gilt auch für die Flügelchen. Die könnt ihr so ein bisschen drehen. Einfach 360 Grad rundherum. So, nach oben, nach unten geht nicht viel. Ihr könnt es wirklich nur drehen. Und die Flügel haben sie auch entsprechend klein gestaltet, also absolut super passend zu diesem Charakter. Schön auch die Flügelrippen, wie tief das hier reingeht, ne? Kann man schön sehen. Also toll gemacht, auch der Flugarm schön deutlich zu erkennen. Finde ich toll, dass das nicht einfach glatt ist. Auch schön, wie das hier so ein bisschen geschwungen modelliert wurde. Ja, dazu seht ihr hier die grauen Wärzchen. Die ziehen sich komplett durch vom Kopf, Unterkiefer, Flanke bis hin zum Schwänzchen, auch das könnt ihr natürlich drehen, ist ja klar, ne? Und auch die Beine sind natürlich beweglich ohne Ende, ihr könnt es ganz nach außen strecken, ihr könnt also auf den Popo setzen, ihr könnt ihn hinstellen, alles möglich, ja, auch das Bein an für sich könnt ihr ein bisschen drehen, ihr habt ein Kniengelenk und ihr könnt auch die Füßchen hier unten so hindrehen, wie euch das gefällt, ne? Cool finde ich auch die Aussparung, die sie hier gemacht haben, ne? Sehr schön, findet man auch nicht bei jedem Modell. Vorderbeine gilt das Gleiche, ihr könnt unten die Füßchen 360 Grad drehen. Ihr habt hier kein Ellenbogengelenk, aber ihr könnt halt das Beinchen nach oben machen oder ein bisschen nach hinten. So gesehen könnt ihr das auch 360 Grad drehen, ne? So wie es euch gefällt. Okay, der Kopf ist auch noch drehbar, wenn ihr wollt, 360 Grad einmal herum. Ihr könnt ein bisschen schräg stellen, das sieht immer nett aus. Ihr könnt ein bisschen nach oben und unten machen. Jetzt guckt er eher nach oben, jetzt guckt er wieder ein bisschen ja geradeaus. Allzu viel ist hier nicht möglich. Hier seht ihr es von der Seite ein bisschen besser. Und ihr könnt natürlich auch das Mäulchen öffnen. So, ich mache mal ganz weit auf, mehr geht nicht. Kopf ganz nach hinten, Klappe auf, mehr geht's nicht. Aber sie haben hier eine tolle rosa Farbe für das Maulinnere verwendet. Ihr seht, dass die Zunge hier gespalten ist. Die Zähne haben sie schön sauber mit Weiß bemalt. Vor allem finde ich es cool, dass der ganze Maulinnenraum mit dem Rosa bemalt wurde. Übrigens, die Zunge ist ein ganz kleines bisschen dunkler. Weiß nicht, ob das hier einigermaßen rauskommt, aber schon ein bisschen dunkler. Schöne, tiefe Nasenlöcher, so wie es aussieht. Das Hörnchen haben sie toll gemacht von der Seite. Was für ein hammermäßiges Profil, oder? Die Augen schön rund gemacht, wie beim Frosch. Den schön hervor. Dann auch die Falten unter den Augen haben sie nicht vergessen. Also super klasse gemacht. Auch wie die Wärzchen hier modelliert wurden, toll, stehen schön raus, vor allem unterschiedlich, haben unterschiedliche Höhen und wurden auch wirklich sauber bemalt, muss man sagen. Also alles in allem eine super Skulptur. Die genaue Beschreibung von diesem Modell habe ich ja schon bei der normalen Ausgabe von Gronkel gemacht. Deshalb, wir brauchen hier nicht mehr ganz so detailliert auf die einzelnen Elemente eingehen. Sonst wird das Video auch viel zu lang. Aber ich finde schön, dass auch hier die beiden Öhrchen oder Hörnchen noch eine andere Farbe bekommen haben. Und ich finde auch die Proportionen dafür, dass es im Comic-Stil gemacht wurde, echt passend gelungen. Super. Okay, nur dass ihr mal seht, ich mache jetzt einfach mal die Beinchen komplett nach außen und setzen hier so auf seinen Popo. So, Beinchen lassen wir einfach mal so, wie sie sind. Maul ein bisschen öffnen, Kopf ein bisschen schräg stellen. Und so sieht es dann aus, wenn Fleischi aus dem Popo sitzt, oder? Klasse. Oh, ich sag Fleischi, ist der Schattenmeister. Die Farbe ist klasse, das Grün ist Grasgrün, kann man sagen. Richtig schöne, kräftige Farbe. Nicht leuchtend, eher matt gehalten, glänzt nicht allzu sehr, genau passend. Das Pink passt super dazu, auch dieses Beige, die Unterseite am Bauch und am Unterkiefer, hier sogar noch zwei Fältchen mit reingemacht, sogar die Krallen haben sie in der anderen Farbe bemalt. Das kommt schon alles richtig gut. Ne? Ihr könnt Fleischi natürlich, ich sag schon wieder Fleischi, sorry, ihr könnt den Schattenmeister natürlich auch so hinstellen, dass es aussieht, als würde er pinkeln, ne? Ein Fuß angehoben. Ihr seht ja, ist hier alles möglich. Klasse, oder? Ich find's nur zu gut, wirklich. So, Bein wieder runter machen.
stelle ich ihn mal ganz normal hin. So könnte das dann aussehen. Ne? Ihr könnt es also so hinstellen, so drehen, wie das euch am besten gefällt. So, und Fischbein passt hier natürlich megamäßig gut dazu. Habe ich ihn da? Moment. Ja, ich habe da, ich stelle ihn einfach mal so daneben. Ne? Hier, die beiden von den Proportionen her einfach perfekt. Ne? Auch wenn es comic-mäßig gemacht wurde, die passen perfekt zusammen. Ja, ihr könnt ihn jetzt natürlich schlecht hier draufsetzen, denn er kippt runter. Ihr habt auch keine Möglichkeit, den irgendwie zu justieren, dass er tatsächlich hält. Vielleicht könnt ihr dann irgendwie hinter die Flügelchen ein bisschen klemmen. Aber ich denke mal, ja, so könnt ihr dann draufstellen, aber mehr ist nicht drin. Ne? Ich denke, das muss auch nicht sein. Ich finde es einfach nur klasse, wenn er daneben steht. Also das passt schon megamäßig zusammen, die beiden. Ne? Auch von den Proportionen absolut top. So, jetzt packe ich noch den normalen Gronkel aus, Fleischklöpfchen in der braunen Form. Dann seht ihr die beiden nochmal nebeneinander. Die Flügelchen mache ich noch ein bisschen auseinander. So, Klappe zu. So sieht's aus, wenn das Mäulchen zu ist. Moment. So, hier nochmal die braune Figur daneben. Habt ihr einen schönen Vergleich. Also ihr kriegt, wenn ihr alle Gronkel habt, kriegt ihr hier eine ganze Gronkel-Armee zusammen. Und die sehen einfach nur unfassbar gut aus. Ne? Toll ist auch, dass der Braune hier nicht nur einfach so braune Kleckse gekriegt hat, die braunwert sind, sondern so leicht pink oder altrosa. Altrosa trifft es wohl besser. Ne? Aber ihr seht, es ist im Prinzip genau die gleiche Skulptur. Wir haben hier nur einen Farbunterschied. Wenn die Größe interessiert, auch die ist natürlich genau gleich. Wir haben hier eine Höhe von knapp 10 cm, also mehr ist es nicht. Und wir haben hier eine Länge, wenn ich so messe, aufrecht stehend, ja, 10, 11 cm, aber ist eine schöne Größe, nicht zu groß, nicht zu klein. Kriegt ihr in jede Vitrine, auf jedes Regal. Und dann halt auch noch hier Fischbein dazwischen, das sieht schon hammermäßig cool aus, oder? Und ich sag ja, die Beweglichkeit erlaubt euch auch ein paar unterschiedliche Posen. So könnt ihr die Figuren immer wieder so hinstellen, wie euch das am besten gefällt, ne? So, also ich denke mal, mehr muss ich dazu auch nicht sagen. Ich wollte es nur mal zeigen, damit ihr hier einen schönen Vergleich seht. Ich sage ja, falls euch die Figuren gefallen, also Fleischklops, Gronkel, egal wie auch immer, Schattenmeister, ist unfassbar gut gelungen. Die sind so dermaßen knuffig, die muss man sich einfach mit in die Sammlung stellen. Die sind unfassbar gut gemacht. Vor allem auch schön, dass sie hier noch die Lichtpunkte mit reingemalt haben. Also sie sind wirklich mit sehr viel Liebe zum Detail entstanden, muss man dazu sagen. Und einfach großartige Skulpturen. Toll. Okay, ihr Lieben, dann würde ich sagen, war es zu diesem Video. Wir sehen uns wieder, allerspätestens, wenn ich die nächsten Loyal Subjects Figuren vorstelle. Ich habe noch einige da. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß an diesem Schattenmeister wie ich. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, sage ciao, tschüsschen, winke, winke. Bis zum nächsten Mal, euer Rupi. Yay. Yeah.